Herzlich willkommen in der Schweiz. Wir sind heute das allerletzte Mal in diesem Jahr bei der Im Auftrag der Liebe Tour in der Schweiz. Und es ist ein ganz großes Highlight zum Ende. Wir sind wieder mit Regina Casanova zusammen in Chur und dürfen in einem großen Auditorium ein gemeinsames Seminar geben. Es geht wieder darum, Astrologie, Spiritualität und meine Musik zu verknüpfen. Und wir geben einen Ausblick für das Jahr 2016 über die verschiedenen Zeitfenster, wann was besonders gut möglich ist. Und bevor es losgeht, möchte ich euch diesen wunderschönen Ausblick hier zeigen. Wir sind direkt in den Schweizer Bergen, in einem wunderschönen Haus. Und nach dem Video sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und ich gebe euch einen kleinen Ausblick für 2016, was es für tolle Termine gibt. Ich zeige euch jetzt in diesem wunderschönen Haus in der Schweiz einen der schönsten Ausblicke, die ich jemals gesehen habe. Schauen Sie sich das mal an, meine Freunde. So kann ein entspannter Seminartag beginnen. Und jetzt geht's nach Chur ins Auditorium. Wir sind jetzt im Auditorium der Kantonalbank in Chur in der Schweiz. Und hier gibt es jetzt das schöne Seminar mit Regina Casanova zusammen. Wir haben gerade schon aufgebaut und gleich kommen die Gäste. Und wir haben heute auch eine sehr, sehr schöne große Bühne, auf der gleich noch eine Beamerleinwand runtergefahren wird. Und dann seht ihr fantastische Beamerbilder, weil wir heute das komplette Konzert und Seminar mit einer Beamer-Show unternehmen. Kurz vor Seminarbeginn und ich freue mich schon. Ich nehme euch mit und ihr seht ein paar Ausschnitte. Jetzt geht's los. So wieder im GKB-Auditorium. Ist aber vertraut. Ist vertraut. Es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr noch einmal dürfen hier sein und zusammen einen Tag machen. Das noch mit der Schweizerin? Ja. Das ist eine ganz, ganz hilfreiche Methode, die ich euch ans Herz legen möchte, nicht nur im Januar, sondern für euer gesamtes Leben. Wir können, wenn wir Dinge beobachten, entweder bewertend agieren oder ohne Bewertung die reine Beobachtung in den Vordergrund stellen. Manchmal reicht ein Lächeln, um zu sehen, dass die Welt gut ist. Oft bewirken auch die kleinen Dinge mehr als gut. Warum gut ist, das ist keine Kunst, erfreulich an den kleinen Dingen. Und du wirst die großen Aufgaben. Alles ist in Beziehung. Die Waage ist das Zeichen der Beziehung. In Beziehung gehen mit dem Leben. In Beziehung gehen mit mir. Verbindung gehen mit der Liebe. Folge deinem himmlischen Ruf, lässt sich dann die Göttlichkeit in deinem Innern erschienen. Du bist, was du tust, und du tust, was du bist, wenn du nur das wahre Bild deiner Berufung. Folge deinem himmlischen Ruf. Bitte dir selbst die Macht, das ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus seinem Job. Egal, was euch widerfahren ist oder widerfahren wird, euer Wert wird dadurch nicht minimiert. Und durch die Monatsenergie der Venus in Verbindung mit der Göttin Isis möglich ist. Das Leben ist Liebe. Danke.
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Jetzt möchte ich euch noch einen kurzen Ausblick geben aufs Jahr 2016, was ich in der Schweiz so für Termine haben werde. Und zwar bin ich mit Regina Casanova bei der Lebenskraftmesse. Wir sind von 11. bis 13. März in Zürich. Dort gibt es verschiedene Workshops und Auftritte von uns. Und ihr findet uns dort auch an einem Stand, könnt euch mit uns unterhalten. Und am 17. April geben wir ein ganz großes Seminar gemeinsam in Zürich. Alle Infos dazu bekommt ihr über die Homepage. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Achtet auf das Gute.